Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Schrägstrich Quest Nummer 7 steht heute an. Ich bin gespannt, wie es ist. Ich werde es wahrscheinlich solo spielen. Jetzt, wo ich das einspreche, habe ich es noch nicht gezockt. Ich möchte euch vorher erstmal den Patch 1.41 vortragen. Da wurde ein bisschen was gefixt. Also es wurde nichts geändert, wirklich nur ein paar Bugfixes, aber wirklich interessante Sachen, die wirklich extrem nervig waren, die hauptsächlich mit dem neuen Event und dem extrem großen Update ins Spiel gefunden haben. Fangen wir an. Der mobile Respawn Beacon, den wir aktuell auf dem Kings Canyon in dem allerersten Bunker, wo wir seit Season 5 von Anfang an reinfliegen können, ist Geschichte. Der ist da irgendwie versehentlich drin gelandet, wurde gefixt, kann man nicht mehr finden. Der aktuell mitunter geilste Skin, den es von Wraith jetzt durch das Event gibt, der hat einen extremen Hitbox-Fehler. Der wurde jetzt auch gefixt. Die Hitbox sollte jetzt wieder vernünftig funktionieren, sprich Wraith bekommt wieder einen Headshot-Schaden und eine ganz normale Hitbox wie bei jedem anderen Skin. Das war nämlich extrem frustrierend, mit diesem Skin als Wraith überhaupt zu spielen. Dann haben wir leider, ich konnte es mir fast denken, der Octane wurde ja extrem überarbeitet. Und ich habe gehofft, auch wenn ich mir denken konnte, dass das nicht der Fall ist, eine versteckte Fähigkeit. Und zwar heilst du dich mit Octane und konntest mitten in der Heilung einfach mal deine Steam-Injektion dir reinhauen. Und während der Heilung, egal was du dir da für eine Heilung reinhaust, konntest du dann schneller wegrennen. Genauso schnell, wie du halt mit einer Steam-Injektion unterwegs warst. Das wurde gefixt. Kann man nicht mehr machen. Konnte ich mir natürlich denken und auch verstehen. Dann gab es noch einen Bug. Den gab es schon öfter im Spiel. Der ist immer mal wieder ins Spiel gekommen. Warum auch immer. Dass bestimmte gedownte Legenden weiterhin ihre Waffen benutzen konnten. Und dann gab es noch einen extrem nervigen Bug, wo ich mir auch nicht sicher war, dass das zu der Änderung oder zum Makeover von Octane gehörte. Und zwar, wenn du dir die Steam-Injektion reingehauen hast und die Wirkung aber noch nicht vorbei war und du im Aim mit deiner Waffe warst und zielst vielleicht gerade auf einen Gegner, dann hört die Wirkung der Injektion auf. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Animation war. Dann schmeißt der, glaube ich, die Spritze weg und dann packt er auf einmal die Waffe weg und du bist nicht mehr am Aim und kannst dich nicht verteidigen. Extrem belastender Bug. Ich bin froh, dass das nicht irgendwie eine versteckte negative, passive Nerf-Fähigkeit war, wie auch immer. Das war's soweit von dem Patch. Lasst dem Video vorab jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Wie solche Informationen jetzt oder eben so eine Quest, Livestreams und so weiter. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt bei der Quest auch dran bleibt und füllt wie immer die Kommentarsektion über die Quest, über den Patch und so weiter. Das war's von mir. Viel Spaß jetzt bei der Quest. Haut rein, ciao. Zurück zur Schädelstadt. Ich habe ja davon gehört, dass in den Quests die Schädelstadt irgendwo eine Rolle spielt, aber hallo. Ich hätte nicht gerechnet oder nicht damit gerechnet, dass es jetzt schon der Fall. Zurück zur Schädelstadt. Geil, geil, geil. Na, da habe ich doch schon richtig geil Thumbnail-Aufhänger. Da sehen wir es doch schon. Skulltown im Hintergrund. Mega. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier alleine gerissen kriege. So, ich würde sagen, wir nehmen Octane. Wir nehmen Octane. Alter, das ist ja schon ein echt interessanter Loadout. 301 und 45 gleich zum Start. Lila Rucksack, blaues Buddy. Da wird bestimmt einiges auf uns zukommen. Vor allem Solo wird das bestimmt richtig hässlich jetzt. Oh Gott, wie ich Skulltown vermisse, ohne Scheiß. So, 190 Meter bis zum Ziel. Jetzt geht's los. Ich muss dieses Teil finden. Oder ich laufe einfach weiter, bis ich darüber stolpere. Sind alle verschlossen, die Türen? Ich glaube nicht. Interessant. Ah,
Ach, das sind Drachen. Ah, da kommt doch schon der nächste. Mit Devotion, interessant. Also wenn ich auf der Position bleibe, wirkt es bis jetzt relativ einfach. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach bleibt. Jetzt hast du mich aber kurz erschrocken. Hast du das bitte überlebt? Okay. Okay, ich habe mir jetzt ein bisschen mehr drunter vorgestellt. Direkt First Try hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es war mal wieder geil, Schädelstadt zu sehen. Das war doch mal Balsam für die Seele. Guck mal, das ist mein Schlüsselanhänger. Diesmal in rosa, okay. Will doch eigentlich das Teil hier sehen, Artefakt. Sieht schon finster aus. Ich kann ja mal kurz die Kamera noch wegmachen hier. Mega. Muss eigentlich irgendwie ranzoomen? Nee. Was steht denn da? Kann ich nicht erkennen. Okay. Ladies and Gentlemen, das war Quest Nummer 7. Daumen da lassen, Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.